Jo, hallo, zurück zu Tomb Raider. Also wir haben hier gerade durchgeguckt. Da unten scheint der Atlas zu sein. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Was ist los? Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Wir haben das Problem, dass hier jetzt irgendwelche Unsterblichen rumrennen. Keine Ahnung, was uns da erwartet, aber... Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Mhm. Boah, was ist denn hier passiert? Oh Gott! Ja. Ich kann nicht... Wer könnte das getan haben? Was zum Teufel ist das? Wollen wir mal durchgucken? Die Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte. Die da hinten? Kein gutes Gefühl hier. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder. Aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Mann, 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 ey, hier brennt's überall. Reicht da ein Pfeil? Ja, der reicht. Okay, das ist ein bisschen zu... Ups. Ich probier's mal, ne? Rüberhangeln kann ja nicht schaden, oder? Na. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Okay, Griechisch schon mal 6, das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt mal die Frage, was kann ich hier machen? Ich kann da unten irgendwie rein, ne? Das wäre nicht so schlecht. Kannst du mal ausprobieren, da oben rüber. Ich muss ja einfach runter, ne? Oder? Was passiert denn, wenn man die alle zerschießt? Ich denke nichts, ne? Weil eigentlich bringt das nichts. Ich denke mal, da kommt gleich irgendjemand und will mich ärgern. Wow.
Knappi, knappi. So, ich glaube, hier war irgendeine Falle unten, ne? Da? Nö. Mir passiert hier irgendwie zu wenig. Was ist denn los? Da gehe ich noch nicht hoch. Das ist viel zu einfach. Was sehe ich da noch? Okay, überall diese Gefäße. Das kriege ich nicht auf, das war klar. Geht da wieder rauf? Nein. Nee. An die einfachste Sache so rüberspringen, das mache ich einfach nicht, ne? Das ist ja zu einfach. Shit, komm, das geht doch. Ups. Und da nicht rüber kicken. Naja, geht echt nicht. Okay, ich gehe dann mal darüber. Das wäre zu einfach. Das gibt so Ärger. Also jetzt weiß ich, wofür die Gefäße sind. Rein. Okay, absolut. Alter. Okay, nicht so easy. Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit. Croft hat das Paket. Bleibt denn hier dran? Thank you.
Die Ecke war gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich kann hier nicht ewig bleiben. Ich sehe niemanden. Gehen wir nach oben. Muss ja auch bitte nicht alle wegmetzeln. Ach du Scheiße. Alter, jetzt eine Pfeile, mit der Maschine. Okay, damit gewinne ich aber keinen Blumenpott. Okay. Das Ding doch nicht. Boah, war's das? Boah, Mann, ey, wer hat sich das denn ausgedacht? Croft hat das Paket. Hat. Croft hat aber jetzt überhaupt keine Munition mehr. Oh nein, Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Muss mal hier sein. Ausgänge sind da. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hat sie gefunden! Oh Mann! Auftauchen. Hier, oder? Also, wir schwimmen hier lang und dann da lang. Oh. Wie lange kann ich damit unter Wasser bleiben? Okay, wo bin ich? Hier, ich könnte da unten reinschwimmen. Wo muss ich hin? Ja, in die Richtung, okay.
Oh Mann, alle kaputt. Komme ich hier raus? Ja. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Oh. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ist das da drüben ein Lager? Wenn ja, dann würde ich mich da ganz gerne mal eben kurz niederlassen. Puh, okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Griechische Feuer. So, jetzt noch den Rest. What? Water? Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ja. Ich muss sie nur finden. Ja, let's have a look. Das da zum Beispiel? Nein. Ah. Also irgendeiner hilft dir doch immer. Kann aber was ab, der Kollege. Alter. Mhm. Also da ist auch noch Ammo und da kann ich auch noch rein. Sehr schön. Pfeile brauche ich. Ammo brauche ich auch. Komm, nimm. Okay, also was ist erstmal in diesem Raum hier? Okay, da kann ich drauf. Verstehe. Da drüben auch. Also egal von welcher Seite ich komme. Die würden mich gerne chillen hier in der Mitte. Egal. Oder ich soll hier lang. Aha, verstehe. Nur für das Kästchen. Hm. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Für das Fähnchen bin ich jetzt hier rüber gejumpt. Okay. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Sie müssen
müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, lass uns doch mal suchen. Kann ja nur irgendwo hier in der Nähe sein. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Ah, hier. Das ist cool. Also, ich gehe hier hin. Schieß da dran. Und dann wird es auch da dran getickert, oder? Okay, war jetzt nicht so clever. Ich dachte, das wird hier irgendwie so rangetickt. Okay, ist egal. Weil ich flock das jetzt nochmal, also einmal da dran ziehen. Rein theoretisch müsste ich ja da drauf und das dann anflocken, oder? Also ich müsste eigentlich rüber. Ich würde ja gerne darauf. Na gut, ich könnte jetzt... Oh, Ammo. Ja, danke. Ich könnte jetzt natürlich einmal da ran schießen. Mal gucken, was passiert. Dann geht das Kästchen auf, ne? Da kommt das freundliche Feuer. Zieh es nochmal. Flupp. Und dann fällt es rein. Und dann ist es weg. Oder? Ich könnte es aber auch hier rüber buxieren. Ah ja, verstehe. Okay. Also rein theoretisch schieße ich da dran, hole mir das Ding raus, stelle mich neben das Ding. Und dann habe ich es oben dran, oder? So weit die Theorie. Mal gucken. Also ich stelle mich jetzt hier hin. Also entweder geht es jetzt sofort dran. Oder ich ziehe das jetzt rüber. Ah, sehr geil. Okay. Jetzt ziehe ich jetzt an dem Ding hier. Ah, jetzt ist schon mal drüben, aber was hilft mir das jetzt? Ach so. Ach so ist das. Jetzt brauche ich noch eins. Okay. Ja. Jetzt wäre natürlich cool. Schauen wir mal, ob das geht. Ne, daran kann ich nicht. Komm ich hier rauf, ne? So, wie kriegen wir es jetzt da hoch? Man müsste eigentlich das nochmal drehen, ne? Hat man so eine Art Gleichgewicht. Naja. So richtig cool klappt das noch nicht. Was kann ich noch machen? Ich soll hier irgendwie rein. Ich wollte ja nicht glauben. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ich müsste mehr Wasser hier reinkriegen, oder? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen.
Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kahn anheben können. Mit dem Kahn? Welcher Kahn? Kran oder Kran? Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kahn anheben können. Die hier. Ich hätte es ja nicht gedacht. Mal gucken. Das Ding da. Und jetzt? Was bringt das? Ah, okay. Die bringen Feuer oder was? Ah, keine Ahnung. Also jetzt mal hier nochmal eins rausziehen. Kann man die dann rüberrollern? Ach so. Ist das Ziel? Weiß ich aber nicht. Können dann durch hier hingehen. Sinn, oder? Ein bisschen näher müsste es schon, ne? Aber wenn das der Sinn wäre, dann könnte ich es auch einfach kaputt schießen. Okay, das bringt mal gar nichts. Aber was soll das hier mit dem Ding? Okay, ich mach's dann auch nochmal. Dann kann ich die mal komplett runterdengeln, das könnte auch sein. Ach so, muss man die drei Dinger abschießen? Oder habe ich es jetzt... So richtig verstanden habe ich es nicht. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kahn anheben können. Ja, das habe ich ja schon, aber... Was ist denn, wenn ich da jetzt... Also das ist wunderschöne lange und da ist es kurze Seite. Okay, also ich kann ja vielleicht nochmal... Okay, das kann ich auch nochmal probieren. Nee. Und ich bräuchte auch mal... Das ist jetzt so schlichtweg, ne? Abgeschnippelt und dann wird es jetzt einfach mal schön reingeschoben. Reicht eins? Weiß ich nicht. Mal gucken. Oh, eins nur noch ein Pfeiler übrig.
Muss das von der anderen Seite gemacht werden, oder? Ja, ich glaube, es muss von der anderen Seite gemacht werden. Okay, ich denke, den Rest gucken wir uns dann in der nächsten Session an, okay? Also. Bis dann, ciao.